Heute zeige ich euch, wie man super leckere Espresso-Mürbeteig-Kekse machen kann, die sich perfekt für die Kaffeejause eignen. Für den Teig werden Butter, Zucker, Mehl, Kakaopulver, Espressopulver und ein Ei miteinander verknetet. Ich mache das ganz gerne immer mit der Hand. Ihr könnt das auch mit einem Knethaken machen, aber ich finde mit einer Hand, mit den Händen, so habt ihr einfach ein besseres Gespür für den Teig. Und ja, das Ganze verknetet ihr dann, bis ihr eine schöne, geschmeidige Masse bekommt. Das Ganze forme ich dann zu so einer platten Kugel, wenn man das so nennen will, und wickel das Ganze in Frischhaltefolie ein. Und dann muss das erstmal für ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde im Kühlschrank ruhen. Ihr könnt hier übrigens jetzt auch super den Teig einfrieren, also so wie er jetzt ist, in die Tiefkühltruhe, und dann könnt ihr euch immer wieder frische Kekse machen. Nachdem der Teig dann im Kühlschrank war, wird die Arbeitsfläche bemehlt und oben der Teig auch, damit nichts kleben bleibt. Und dann natürlich ausgerollt und anschließend ausgestochen. Wie dick ihr den ausrollt, kommt halt drauf an, wie dick ihr eure Kekse haben wollt. Und was für eine Form ihr zum Ausstechen nehmt, bleibt natürlich auch euch überlassen. Ich habe mich jetzt hier einfach ganz klassisch für runde Kreise entschieden. Dann kommen die Kekse auf ein Backblech und werden anschließend im Backrohr bei 180 Grad für ungefähr 10 bis 12 Minuten gebacken. Sobald die Kekse dann ausgekühlt sind, geht es auch schon ans Dekorieren, und dazu werden sie zuerst in geschmolzene Schokolade getunkt. Das Ganze lasse dann etwas abtropfen, und dann habe ich sie anschließend in Kokosraspeln, in gehackten Kürbiskernen, gehackten Haselnüssen und getrockneten Cranberries gerollt. Ihr könnt eurer Fantasie hier aber natürlich freien Lauf lassen. Und zum Trocknen habe ich sie dann in so eine Papierbox gegeben, also am besten etwas, wo sie einfach stehen, damit die Schokolade unten natürlich nicht zum Beispiel am Backpapier jetzt festklebt. Und das macht ihr dann einfach mit all euren Keksen, und dann müsst ihr sie nur noch trocknen lassen, und so sehen sie dann am Ende aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, probiert es gerne aus, schickt mir gerne Fotos auf Instagram, wenn ihr das macht. Hier könnt ihr noch zwei weitere Videos anschauen und mich gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!